Wie kommt es zu dieser Motivik der Bilder? Naja, die kommt wirklich aus dem Interesse zur alten Industriearchitektur. Mich interessiert dieses Industriekathedralenhafte. Ja. Ja. Mich interessiert aber auch der Anspruch dieser Architektur, für länger als für 20 Jahre gedacht zu sein. Also so ein Ewigkeitsanspruch. Liegt ja auch wieder eine Parallelität zu Kathedralen. Also wir wissen die Kathedralen der Moderne. Und mich interessiert aber nicht das Abbild, sondern dann wirklich die Auflösung und Veränderung. Ja. Also wann kippt über das Anreichern von Farbigkeiten in so einem Motiv so ein Bild auch eine Form von Abstraktion? Genau, das ist, finde ich, für mich auch ein wichtiger Punkt dabei. Gerade bei den großen Formaten auch, je näher man kommt, desto schwerer wird eigentlich zu unterscheiden, ist es nicht hier doch eine Abstraktion, die Bilder wiedergeben, oder wo bleibt das Motiv in diesem Moment? Also das hält sich immer so ein bisschen die Waage, beziehungsweise es kippt mal in die eine, mal in die andere Richtung, je nach Betrachtungswinkel auch. Du hast gesagt, dich interessieren diese Kathedralen der Arbeit. Die sind ja hier abzulesen, aber nicht eben in einer geschönten Form, wie sie eben damals sozusagen auch dargestellt wurden, sondern der Verfall ist eigentlich, oder der Niedergang ist eigentlich schon mitgemalt, mitgebaut in diesen Bildern. Ja, das kommt dir was vor. Ja, ja. Naja, das ist dann auch wieder, da kommt dann dieser Aspekt der Ruine rein, der auch immer schon eine große Faszination hatte. Und diese Ruinen der Moderne, wie man sie im Ruhrgebiet viel finden kann, oder so, das ist für mich auch immer wieder ein Reiseziel, da muss ich hin. Und du kombinierst es ja hier, wenn man einen solchen Turm sieht oder auch in dem Bild TV, du kombinierst es ganz oft mit Farbflächenmalerei. Ja. Würde man so als kunsthistorischen Begriff vielleicht verwenden. Es ist aufgeteilt in einzelne Dreiecke, Karos, in vielen dieser Bilder kommt das eben vor und die sind oft ganz farbkräftig, mal reduziert in der Farbigkeit, angelegt. Also da kommen ja noch weitere Aspekte hinein. Ja, das ist dann, wir eben hatten dieses Spiel mit Realismus und Abstraktion. Ja. Ich würde ja auch eigentlich behaupten, dass es diese klare Unterscheidung gar nicht mehr gibt. Also wir sind ja auch allein über digitale Medien ja eigentlich dauernd in einer Form von Abstraktion. Ja. So ist es in den Bildern auch. Es hat dann durchaus auch ein Spiel, wo sowas passiert wie im Mosaik. Ja. Oder auch in der Glaskunst bei Kirchenfenstern, da würde man ja ähnlich rangehen als Maler, man das ja so, nur so bewältigen kann. Und das reizt mich, und das reizt mich auch an den Motiven, weil die natürlich bieten sich, die schreien eigentlich danach, dass man das mit ihnen tut. So würde ich das sagen. Ja, du bist eindeutig ein Maler des 21. Jahrhunderts. Ich glaube wirklich mit diesen alten kunsthistorischen Begriffen von Figuration und Abstraktion, wo man sich ja gerade dann in der Nachkriegskunst so abgearbeitet hat, das zählt einfach heute nicht mehr. Das ist völlig für dich einfach kein Thema mehr. Du hast immer wieder gesagt zu den Bildern auch, wie wichtig die Komposition ist, wie du etwas umsetzt dann auch, wie das eben malerisch, als malerisches Problem für dich zu lösen ist, dass du dich daran eben abarbeitest. Gerade aber, wenn man natürlich die Frage der Motivik nochmal sieht, auch im Hinblick auf das Bild Tatlin, stellt sich natürlich schon auch die Frage, gibt es auch einen politisch-gesellschaftlichen Anspruch, der da mitschwingt, ohne dass er sich aufdrängt, ohne dass er im Vordergrund steht. Aber man hat natürlich bei diesen Kathedralen der Arbeit auch, fällt sofort das Wort Utopie vielleicht damals, einer neuen Gesellschaftsordnung, für die diese Bauten ja auch entstanden sind. Wie ist es für dich? Naja, mich reizt eigentlich das Scheitern dieser Utopien mehr als die Utopien an sich. Und ich finde, man kann aus dem Scheitern ja auch sehr viel ziehen und lernen. Ich bewundere aber auch gerade, wenn wir Tatlin nehmen, futuristisch-utopischen Willen, das Neue zu gestalten. Das sind auch Sachen, die ich heute vermisse. Vielleicht, mir geht es nicht um so einen ideologischen Ansatz, aber um wirklich so einen utopischen Ansatz. Ja.
die Idee zu haben, man könnte eine Gesellschaft wirklich nach vorne bringen. Ja. Das sind Sachen, die ich schon vermisse. Das spielt aber eigentlich nur bei der Auswahl meiner Motive. Ne? Ja. Sobald ich dann in die Malerei gehe, würde ich sagen, da handle ich es dann trotzdem ganz formal. Ja? Und dann ist das Bild das Bild und das untersteht auch keiner ideologischen Mission, ja, oder irgendwas. Mhm.